In den Star Wars Filmen gibt es die verschiedensten Bodenfahrzeuge, die von den Separatisten der Republik, dem Imperium und der Rebellen eingesetzt wurden. Heute werden wir uns mal 4 von diesen nehmen. Genauer gesagt, den AAT der Separatisten, den ATTE der Republik, den T3B-Panzer der Rebellen und den AT-AT des Imperiums und werden diese 4 dann mal miteinander vergleichen und in ein Ranking zueinander setzen. Ich habe hier übrigens ganz bewusst die erste Ordnung und den Widerstand rausgelassen, da wir beim Widerstand kein wirklich nennenswertes Bodenfahrzeug haben. Das wird hier wie immer so ablaufen, dass ich euch zunächst die 4 vorstelle und dann in ein Ranking vom schlechtesten bis zum besten Platz setze. Dieses Video hier ist übrigens in Zusammenarbeit mit meinem zweiten Kanal Sci-Fi Basis entstanden, auf dem es seit gestern ein Video mit einem Vergleich von Großkampfschiffen verschiedener Universen gibt. Mit dem Venator-Sternzerstörer aus Star Wars, der Sovereign-Klasse aus Star Trek, der Galactica aus Battlestar Galactica und einem Marathon-Kreuzer aus Halo. Das Video findet ihr natürlich am Ende dieses Videos und unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aber fangen wir jetzt mal mit dem ersten Fahrzeug an, mit dem AAT der Separatisten. Dieser war ein knapp 9,20 Meter langer, mit Repulsorliften betriebener Panzer. Repulsorlifte bedeutet, dass dieser einige Zentimeter über dem Boden schweben konnte, was ihn für so gut wie jeden Untergrund geeignet machte. Mit diesen Repulsorliften konnte er auf eine Geschwindigkeit von bis zu 55 km/h kommen. Bemannt wurde ein solcher Panzer von 4 Personen, einem Piloten, einem Kommandanten und 2 Schützen. Ich sage hier Personen, weil diesen Panzer eigentlich so gut wie jeder nutzen konnte. Doch meistens wurden sie von den Separatisten mit Kampfdroiden eingesetzt. Somit wurden alle dieser 4 Jobs von Kampfdroiden der B1-Reihe übernommen. Vor allem an der Vorderseite war dieser Panzer mit sehr dicker und fester Panzerung versehen und konnte somit einigem Beschuss standhalten. Beschuss aus normalen Handblastern konnten diesen dabei kaum etwas anhaben. Bewaffnet waren solche AATs mit einer schweren Laserkanone, 4 Antipersonen-Laserkanonen sowie 6 Energieprojektilwerfern, die schwere Energietorpedos verschießen konnten. Diese Panzer wurden in vielen Schlachten sehr erfolgreich von den Separatisten eingesetzt. Nicht zuletzt, weil ihre Hauptkanonen durchaus auch allen Kampfläufern der Republik sehr gefährlich werden konnte. Apropos Kampfläufer der Republik, lasst uns jetzt mal unser Auge auf den Hauptkampfläufer dieser, dem ATTE, richten. Dieser etwas über 22 Meter lange, 6-beinige Läufer war ein Alleskönner der Republik. Bewaffnet war er mit einer schweren Massetreiberkanone an der Oberseite, sowie mit 6 schweren Laserkanonentürmen, 4 davon an der Vorderseite, 2 an der Rückseite. Die Massetreiberkanone konnte selbst schwer gepanzerten Fahrzeugen und sogar Großkampfschiffen gefährlich werden. Die 6 anderen Laserkanonen wurden meist zur Personenabwehr eingesetzt, konnten leicht gepanzerten Fahrzeugen aber durchaus auch Schaden zufügen. Mit seinen 6 Beinen konnte ein ATTE unter idealen Bedingungen eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreichen und damit seine Waffen aufs Schlachtfeld bringen. Aber nicht nur seine Waffen, denn er konnte durchaus auch 20 Klontruppen transportieren. Dabei wurde der ATTE von einem Piloten und Co-Piloten sowie von 5 Schützen bemannt. Wie es da im Inneren des ATTEs aussah, habe ich euch in der letzten Woche schon mal in einem Video vorgestellt. Falls ihr da auch nochmal reinschauen wollt, habe ich euch das hier verlinkt. Auch der ATTE hatte recht dicke Panzerung, über seinen kompletten Körper verteilt. Doch sie war natürlich nicht undurchdringlich. Aber auch bei den ATTEs gilt, dass ihnen normale Handblaster wirklich nichts anhaben konnten. Eine Besonderheit, die noch erwähnt werden sollte, ist die, dass die Füße des ATTEs sich in so gut wie jeden Untergrund graben konnten. Dadurch konnte er sich einen unglaublich stabilen Halt verschaffen, aber auch extreme Steigungen überwinden. Somit konnte er quasi auch komplett gerade Wände herauflaufen. Wo wir schon einmal bei Kampfläufern sind, lasst uns zum AT-AT kommen. Dieser 22,5 Meter hohe und 20 Meter lange Kampfläufer war auf seinen 4 Beinen ein Albtraum vieler Rebellen. Auch dieser riesige Läufer konnte theoretisch auf eine Geschwindigkeit von 60 km/h beschleunigt werden. Doch das war bei diesen eigentlich so gut wie nie der Fall. Bewaffnet waren diese Riesen mit 2 schweren Laserkanonen sowie mit 2 mittelschweren Blasterkanonen. Damit konnten sie schwer gepanzerten Fahrzeugen, Gebäuden, aber auch kleinen Großkampfschiffen durchaus gefährlich werden. Aber auch sie waren Truppentransporter und konnten somit 40 Truppen, aber auch 5 Speederbikes mit sich führen. Um wirklich gut funktionieren zu können,
benötigte ein AT-AT sowohl einen Fahrer wie auch einen Schützen und einen Kommandanten. Die Panzerung dieser Kampfläufer war stark genug, dass nicht nur Handblaster, sondern auch schwere Laserkanonen sowie Raketen aus Raketenwerfern ihnen nur minimal Schaden zufügen konnten. Nur an den Gelenken der Beine, an den Füßen sowie am Verbindungsteil zwischen Hauptkörper und Cockpit befanden sich bei ihnen Schwachstellen, die wirklich gut ausgenutzt werden konnten. Gleichzeitig konnte aber auch ihr hoher Schwerpunkt von Feinden genutzt werden, um diese AT-ATs umzuwerfen oder zumindest aus dem Gleichgewicht zu bringen. Und damit bleibt uns noch der T-3B-Panzer der Rebellenallianz. Diese etwas über 10 Meter langen Panzer liefen auf Ketten. Wie schnell diese maximal fahren konnten, wissen wir aber leider nicht. Dafür können wir sagen, dass diese von einem Piloten, einem Co-Piloten und einem Schützen bemannt wurden. Dieser Schütze hatte dabei die Kontrolle über 2 schwere Blasterkanonen sowie über 3 Protonenraketenwerfer. Die schweren Blasterkanonen waren nicht so stark wie die anderen Hauptwaffen der Fahrzeuge, die wir uns heute anschauen, konnten aber Infanterie und Fahrzeugen mit leichter Panzerung durchaus großen Schaden zufügen. Die 3 Protonenraketen waren dafür durchaus sehr gefährlich, selbst für Fahrzeuge mit starker Panzerung. Mit diesen konnten die T-3B sogar AT-ATs sehr gut gefährlich werden. Dank der vielen Erfolge, die die Rebellen mit diesen Panzern feiern konnten, setzten sie diese durchaus häufig ein und wurden später auch von der Neuen Republik übernommen. Okay, damit kennen wir jetzt alle 4 Fahrzeuge und werden jetzt auch versuchen, die 4 in ein Ranking zu setzen. Doch bevor ich das jetzt mache, schreibt doch mal selber in die Kommentare, wen ihr hier auf dem 4., wen auf dem 3., wen auf dem 2. und wen auf dem 1. Platz sehen würdet. Für mich liegt hier der AT-AT-Panzer deutlich auf dem letzten Platz. Ja, er ist stark gepanzert und auch wirklich gut bewaffnet. Doch dank seiner enormen Höhe und doch recht ungelenkigen Beinen für die meisten Anwendungen eher ungeeignet. Die Gelenke an den Beinen sind eine viel zu große Schwachstelle, die den AT-AT relativ schnell kampfunfähig machen können, weswegen er meiner Meinung nach hier auf dem letzten Platz sein sollte. Platz 3 erhält für mich der T-3B und das nicht zuletzt wegen seiner Ketten. Damit ist er längst nicht so flexibel wie zum Beispiel der auf Repulsorliften laufende AAT. Dazu sind seine Raketen zwar relativ stark, seine Panzerung lässt im Vergleich mit den anderen beiden noch übrigen, allerdings zu wünschen übrig, weshalb dieser Panzer meiner Meinung nach nur auf dem 3. Platz landet. Auf den 2. Platz kommt dann schon der AAT. Seine Panzerung ist relativ stark und seine Bewaffnung ist hart genug, um jedem der anderen Panzer heute sehr gefährlich zu werden. Dazu kommen dann noch die Repulsorlifte, die diese Panzer über jeden erdenklichen Untergrund tragen konnten. Über Gewässer, Sümpfe, Lava und alles, an was man sonst noch so denken kann, konnten die AATs fliegen. Und damit bleibt natürlich nur noch der AT-TE der Republik. Dieser ist wirklich sehr gut bewaffnet und seine Panzerung hält eine Menge an Beschuss aus. Dazu kann er mit 20 Truppen aufwarten, die ihn im Feld unterstützen können. Seine 6 Beine können ihn dazu über deutlich mehr Untergrund bringen, als die AT-ATs und T-3B-Panzer es mit ihren Beinen und Ketten gekonnt hätten. Und ihre Füße bringen den AT-TEs genügend Halt, um jeglichen Aufschlag oder jegliches Beben ausgleichen zu können. Deswegen liegen diese für mich auf dem 1. Platz. Aber wie habt ihr geurteilt? Ähnlich wie ich oder doch ganz anders? Und warum? Bin gespannt, was ihr sagt. Und damit kommen wir zur heutigen #FragSWB-Frage aus der Community. Primal Devi schreibt, gab es Planeten, die nur die Munition produziert haben für Blaster oder Kampfläufer? Naja, jein. Die Munition für die Blaster und Laserkanonen in Star Wars wird aus energiereichen Gasen gewonnen. Solche Gase fanden sich häufig in den oberen Atmosphären von Gasriesen und so wurden auch auf solchen häufig Raffinerien aufgebaut, um dort die Gase weiter zu verarbeiten und in Munition oder aber auch in Treibstoff zu verwandeln. So zum Beispiel auch auf Bespin. Dort wurde massenweise Tibana-Gas abgebaut und in Treibstoff und Munition weiterverarbeitet. Deswegen nutzte das Imperium Bespin auch noch nach der Schlacht von Endor selbst, um diese beiden Dinge herzustellen. Natürlich wurde dann aber auf solchen Planeten teilweise auch etwas anderes hergestellt, nur eben nicht in so großem Maße. Ich hoffe, ich konnte deine Frage damit beantworten. Hier findet ihr noch das Video über das beste Großkampfschiff verschiedener Universen, hier noch einen Vergleich über den besten Sternjäger des Star Wars Universums und hier noch ein Let's Play auf meinem Gaming-Kanal.
Damit wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.